einmal bei einem Fernsehquiz richtig abräumen. Ein Traum, der hier garantiert nicht wahr wird. Einen wunderschönen guten Abend zu einer weiteren Ausgabe von Sarahs Quizshow. Auch heute haben wir wieder zwei Kandidaten, die die Möglichkeit haben, bei mir sich reich zu raten. Und hier sind unsere zwei Kandidaten. Aus München Annette Schönhuber und aus Isny im Allgäu Erwin Klug. Also ihr beide habt dieselben Chancen. Viel Glück! Und jetzt geht's gleich los mit der ersten Kategorie, und zwar Sarahs fragt. Wie heißt die berühmte Blumeninsel im Bodensee? So. Okay, Erwin. Ach so, müssen wir buzzern? Eigentlich nicht, aber ist okay. Erwin? Insel Mainau. Das ist korrekt. Insel Mainau. Annette, aus wie vielen Inseln besteht die Malediven? Na komm, das weiß man doch. Malediven? Ja. 12? Das ist leider nicht richtig. Die richtige Antwort ist 1196 Inseln. Oh. Tut mir leid, keinen Punkt für dich. Wir machen gleich weiter. Erwin, wer erfand den Dieselmotor? Diesel. Diesel ist korrekt. Annette, wem gelang 1935 die Entdeckung der antibakteriellen Wirkung der Sulfonamide? Na jetzt aber. Max Planck. Leider nicht, ist leider falsch. Gerhard Domack. Mhm. Somit leider kein Punkt für dich. Kommen wir jetzt zur nächsten Spielrunde, die lautet Buchstabensuppe. Ihr müsst hier abwechselnd Begriffe, die ich euch vorgebe, einzeln buchstabieren. Dein erster Begriff, den du buchstabieren musst, ist Hund. H-U-N-D. Richtig, Hund ist richtig. Ein Punkt für Erwin. Das war der Lockvogel, jetzt das Opfer. So, Annette, dein Begriff ist Hyazinthe. Kannst du das bitte nochmal sagen? Hyazinthe. Zinte. H-Y-A-N-Z. Nicht Z? Ist leider nicht richtig. Okay, wir machen jetzt weiter mit Erwin und Ente. E-N-T. T-E. Auch das ist richtig, korrekt. Auch ein Punkt für Erwin. Jetzt kommt was ganz Leichtes für Annette, und zwar Restmüllbehältervolumenminderung. Okay. Restmüllbehältervolumenminderung. Richtig. Das dauert zu lang. Ah, Mist, leider. Gut. Ich hätte es gewusst, ja. Sarah hat noch mehr gemeine Spiele auf Lager, auch für andere Kandidaten. Hier sind die Regeln. In Sarahs Blitzquiz geht es darum, sich möglichst viele Gegenstände zu merken, die jetzt gleich auf dem Monitor gezeigt werden. So, wir fangen jetzt mit Erwin an. Bitteschön. Für Erwin eine leichte Aufgabe, der ist ja schließlich Lockvogel. Beil, Hammer, Säge, Schraubenzieher, Schutzbrille. Weitere Werkzeuge für Sie an. Bitte schön. Konzentrieren Sie sich. So. Eine elektrische eine Kreissäge. Nein. Nee. Nee? Würde ich passen. Wir hatten Winkelzange, ein Flex, ein Pressrüttler, Schraubstock und Winkelschleifer. Puh, okay, machen wir gleich weiter. Jetzt noch mal anstrengend, Arnulf, Sie schaffen das. Ich bin zuversichtlich. So, das waren 10 Blumen. Welche konnten Sie? Eine Sonnenblume. Das ist leider nicht richtig. Nee, dann muss es passen. Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus. Das ist kein Problem. Ich nenne sie nochmal. Korallenranke, atlantisches Hasenglöckchen, Inka-Lilie, Kokardenblume, Euphorbie und zuletzt die duftende Platterbse. Neues Spiel, neues Glück. Hier zeige ich euch zunächst einen Ausschnitt eines Fotos in Großaufnahme. Eure Aufgabe ist es zu erraten, welcher Begriff letztendlich gesucht ist.
Was verbirgt sich hinter diesem Bild? Eine tauchende Ente. Wir schauen die Auflösung. Leider nicht, wir suchen zwei Enten. Nächstes Bild. Was verbirgt sich dahinter? Ich sehe einen Igel. Gucken wir die Auflösung, mal schauen, ob das stimmt. Leider nicht, wir suchen nach dem Apfel. Na, wir haben jetzt leider wieder keinen Punkt für dich, Sebastian. Und weiter geht es mit dem nächsten Spiel. Das Buzzer-Quiz, speziell für blonde Kandidaten. Welche Währung hatte Griechenland vor Einführung des Euros? Du warst, nein, du hast geklopft? Ich habe nicht geklopft. Du hast geklopft, aber es doch, es blinkt. Nee, ich habe ihn nicht berührt. Na, dumm, aber es blinkt. Ich hab nichts gemacht, wirklich nicht. Jetzt musst du leider antworten. Also ich kann nur raten, Lira? Nein, das ist leider nicht richtig. Die richtige Antwort war Drachmen. Kommen wir zur nächsten Frage. Welche zwei Länder grenzen direkt an die Viktoria-Pfalz? Die sind in Afrika. Und wieder, jetzt musst du es wissen. Ich bin gespannt auf deine Antwort. Luxemburg? Luxemburg? Mann, nochmal überlegen. In Afrika. Holland? Nein, knapp daneben, aber trotzdem. Ah. So, eine Frage für dich. Welche Sendung mit der versteckten Kamera moderiert Guido Kanz? Verstehen Sie Spaß? Na, das kam wenigstens zügig. Ja, somit hast du den Trostpreis gewonnen und hast einen Auftritt in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Du bist gerade mittendrin. Du bist mittendrin.